PowerPoint Präsentation 2. Das Auto von meinem Dad wurde geklaut. Ohne Sinn. Da habe ich gesagt, ich kaufe meinem Dad erstmal ein Auto, bis ich Führerschein habe. Das ist so lieb. Ja. Ich kaufe meinem Dad erstmal ein Auto. Ich weiß nicht was, aber Kenner. Kenner Präsentation jetzt. So. Was hast du für ein Auto? Oder was wolltest du mir gerade empfehlen? Da kommt drauf an, seid ihr eine große Familie? Ja. Vierköpfige Familie, Bruder. Was hat der für ein Auto davor? Weiß ich nicht. Ford irgendwas. War ein größeres. Seat Ateca ist ein gutes Auto. Ja? Was hat das so? Seat Ateca. Was hat das so? Alles, was das Herz begehrt. Nichts? Ja? Sitzheizung, Navi, Google Auto, Apple CarPlay. Kommt auf die Ausstattung an, aber du hast auch Alcantara-Leder, wenn du willst. Ja? Ja, ist einfach ein gutes Familienauto. Ja? Komfortabel. Was ist so die Preisspanne da? Kommt aufs Baujahr drauf an, aber wenn du es so 2019 aufwärts willst, zahlst du schon so 20.000 dafür. 20.000, 25.000. Mit guten Kilometern. Meinungwort? Hörst du das, dein Vater? Oh, so, ne? Also wenn nicht, wäre komisch. Nee, hey, mir ist egal. Also wenn mein Vater es halt gefällt, ne? Dann ja. Das ist das Wichtigste. So, Kenner wirklich. Eine Bereicherung fürs Leben, dieser Mann, wirklich. Sag ich euch so, wie es ist. Kenner ist wirklich eine Bereicherung. Danke dir, ja? Gerne, immer wieder. Kuss. Tag 3. Tag 3. Wir gehen jetzt zu, ich glaube, ich mache eine Foodtour heute. Wir gehen jetzt zu Shake Shack. Das ist ein Burgerladen. Wer hat das empfohlen? Umut. Umut hat uns das empfohlen. Ich hoffe, es ist gut. Ich werde von allem aber nicht so viel essen, weil sonst bin ich zu satt. Kann ich essen, aber ich habe richtig ein Loch im Magen, ich habe richtig Hunger. Weil wir haben, ich und Sydney haben nicht gefrühstückt, weil wir nicht aufstehen wollen. Wir sehen uns. Hier sind wir, Shake Shack. Sieht vielversprechend aus, ich hoffe es ist gut. Heute ist sogar Sonne ein bisschen am Schein. New Yorker Straßenmann. Wie bestellt man einfach an so einem Bildschirm? Also die Bildschirmbohnen los. Ja, Ding. Bestellt wahrscheinlich basic Cheeseburger, oder? Cheeseburger was anderes vielleicht, ne? So ein Milchshake. Siehst du das? Aber nicht, dass das ist echt Bauchschmerzen. Machen, lass nicht machen. Ich will noch ein bisschen mehr essen. Soll ich das einmal nehmen? Ich glaube, das ist doch von denen. Okay, machen. Okay, packen wir ein. Bisschen Struggle. Man kann hier nur mit Karte zahlen. Mit Kreditkarte? Ich habe keine Kreditkarte allgemein. Müssen wir auf Sydney warten oder irgendwie irgendjemandem Bargeld geben. By the way, die drei Getränke von vorhin waren mit Alkohol. Die konnte ich nicht kaufen. So, wir haben jetzt unser Essen. Das sieht mies klein aus, ne? Aber so finde ich perfekt. Ich schwöre, ich liebe so. Ich liebe so. Ich glaube, das auch. Mach du erstmal deinen ersten Bissen und probier. Mein ersten Bissen. Sagst du? Mhm. Ja. Du wolltest rein. Sind da Gurken drauf? Sehr fettig. Sind da Gurken drauf? Bei mir nicht. Ich habe einen Avocado-Burger. Ich weiß nicht, was das für ein Getränk ist. Schmeckt sehr fettig auf jeden Fall. Aber fettig ist geil. Ja. Schon, aber mit schlechtem Gewissen halt. Plastikstrohhalme. Guck mal, man muss sagen, es ist nicht umweltfreundlich. Diese Dinger. Diese Plastikstrohhalme. Aber mit diesem Papierding ist echt Quatsch. Also wirklich. Digga, Capri-Sonne bodenlos. Capri-Sonne wirklich bodenlos. Du kannst nicht mal das Ding da reinschicken. Ich schwöre, so schwer? Boah, schmeckt das gut. Schmeckt mies gut. Jetzt der Burger. Schmeckt. Richtig. Ein bisschen schreiben, keine Ahnung. Es schmeckt so gut. Schmeckt so gut. Digga, das ist der perfekte Burger für mich. Ja, haben wir auch. Einfach, aber lecker. Ja, einfach, aber lecker. Fleisch, paar Zwiebeln und so noch drin. Aber für mich ist es nur 9 von 10. Da. Ich bin auch ein super Koch. Ich kenne. Probier mal. Ja, ich hab schon. Hast du schon? Also ich kann schon mein Feedback geben. Ach so, ja. Das Ding ist... ja? Das ist alles, was drauf ist. Ja? Es ist ein Standardburger. Okay? Ja? An sich lecker. Das Konzept des Smashburgers ist getroffen. Ja. Also man erkennt, dass es ein Smashburger ist. Ja. Buns sind weich. Ja. Aber es ist ein bisschen zu klein, finde ich. Zu klein? Hätte größer sein können für den Preis. Das ist, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt nicht gut, der ist echt teuer. Also der hier hat, wie viel hat der gekostet? $7? Für so ein kleines Ding? $5,50. Ja. Was würdest du denn für 1 bis 10 geben? Ich bin noch nicht fertig. Wie willst du noch auseinander? Ich bin noch nicht fertig. Wie, du bist noch nicht fertig? Hier, Salat hätte auch viel mehr sein können. Ja. Sein können. So ist das genug drauf. Ja. Und auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich den Burger...
aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses ja. eine 7 von 10 geben. Give to me your everything, the sweetest song that I could sing, oh baby. 7 von 10. Digga, du bist echt immer kritisch, ne? Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Nur ja. Geschmack wäre 8. Man merkt, bei dem, ist, bei dem ist echt Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, auch bei ja. Apple-Samsung-Ding. Muss ja. Bei dir 1 bis 10? Mike hat sogar ein Special, glaube ich. Den besten, glaube ich. Was? Er hat Chicken, Avocado und Bacon. Und viel Salat drauf. Ja, ich esse halt kein Bacon. Und Chicken mit Bacon, weißt du? Ja, ich auch 9 von 10. Die Kenner wieder kritisch mit einer 7 und Sydney mit einer 8. Getränk ist auch sehr gut, also weiter zu empfehlen. Was gibst du denen? 9 von 10. Ey, was? Es ist immer so ein Scam, ne? Schaut euch an, wie viel Eiswürfel hier drin sind. Wirklich, ich fühle mich wie, wenn ich eine Chips-Packung aufmache. Schlimm. Wir sind einfach im Bezirk, der nennt sich Chinatown. Welcome to the World Trade Center. Hier rechts ist auch so eine Gedenkstätte mit so Grabsteinen. Wo ich aber will ich jetzt nicht unbedingt hinfilmen, aus Respekt gegenüber den Opfern. Kleine Diskussion, nee, ob alle Elite-Spieler sind. Samba! Du bist kein Elite-Spieler. Ich habe alle. Sydney, ich. Junge, Sydney. Dreimal hintereinander habe ich Elite geholt. Elite 3. Und ja, dann meinte ich, wenn man dreimal hintereinander Elite holt, ist man safe Elite-Spieler. Ab wann ist man denn Elite-Spieler? Elite-Spieler ist, wenn man konstant Elite holt, Bro. Und dreimal hintereinander ist nicht konstant. Bro, wie viele Weekend gibt's? 50? Er hat dreimal mit Glück Elite geschafft, fertig. Ich habe doch öfter Elite geschafft, aber diese dreimal hintereinander waren die ersten drei, die ich geschafft habe. Das ist die Brooklyn Bridge. Und wie lang? Die haben hier gerade Überfall gemacht. Mace Banks sind durchgezogen. Sieht so cool aus hier, ne? Alter. Kenner, was sagst du? Das ist schon verrückt, sag ich dir ehrlich. Ja? Weil du hast hier Städte, also du hast hier die Stadt, ganze Hochhäuser. Ja? Und genau daneben hast du Hafen. Ja? Schon krank. Ja, ist schon krank. Da drin sind auch so Räume, wo man drinstehen kann. Thank you. Have a nice day. Also wie gesagt, falls ihr mal hier seid, Leute, Big Gay Ice Cream. In der Nähe von der Brooklyn Bridge. Der hat da so viel Salz drauf geschadet. Schauen wir mal, wie es ist. Oh, das sieht so sexy aus, bey. Schmeckt das? Ich weiß nicht, es verändert irgendwas in mir. Ich weiß nicht. Auf einmal finde ich dich richtig attraktiv. Ich weiß nicht, gefällt es mir heute, Sydney. Schmeckt sogar echt gut. Willst du probieren, Schatz? Ja, warte, aber auf kein Bild. Ich revidiere meine Aussage. Schmeckt doch nicht. Schmeckt gar nicht. Also eine Sache muss man sagen. In Amerika schmeckt die Fanta 10-mal krasser. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, weil die auch gesundheitsgefährdend ist. Dass die nicht so in Deutschland erlaubt. Ja, Real Talk. Wenn man sich das hier anguckt. 72 Gramm. Was? Hilfe. Was denn? Auf das Ding. Auf 100 oder? Das ganze Ding, das ist immer so in Amerika. 270 Kalorien, Jonas. Aber schmeckt halt gut, muss man sagen. Jetzt hat er die beiden Dinge hier zusammengemixt. Hibiskus und Ingwer. Und? Schmeckt. Weiß nicht, ob das so natürlich ist. Ja, jetzt hältst du rum, weil Ingwer scharf ist, oder? Was ist das, Alter? Meint ihr, es schmeckt dir nicht oder weil es scharf ist? Schmeckt also gut, aber dieser Ingwer-Geschmack ist zu intensiv. Die Kenner ist wieder nicht zufrieden. Was ist das Problem? Erster Minuspunkt schon. Wenn man Fufu bestellt oder Fufu isst, muss man sich die Hände davor nass machen, weil es sonst an den Händen klebt. Ja. Und ich habe keine Schüssel bekommen, wo ich meine Hände reinmachen kann zum nass machen. Also Kritikpunkt, sagst du? Safe. Okay, dicker Kritikpunkt vom. Plantain kennst du schon? Bananen? Bananen, ja. Da haben wir so eine kleine Tomatensauce. Tomatensauce, ja. Und Lammschenkel. Wir nehmen uns ein bisschen Fufu. Dann tust du reintunken. Einfach durchswipen sozusagen. Durchswipen, ja. Und dann essen. Swipe nach oben für den Link. Und jetzt essen, oder? Was sagst du? Fufu ist voll süß. Das ist jetzt übel süß. Das ist so süß. Guck mal, dich selbst.
Auch noch nicht. Aber schmeckt eigentlich gut. Dass ich keine Schlüssel habe. Finde ich es nicht so scharf wie bei Sydney in Berlin, Junge. Da bin ich gestorben. Schmeckt gut. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich ein Ding ist, das mich aus dem Leben schallert. Ich bin so rot. Unsere Augen schon an zu tränen bis hier. Meine Tränen bis hier, ja. Guck mal, Vater. War der Erfahrung. Ich würde einfach gerade was. Ja, wie geht weiter? Auch am Anfang, ich beiß rein, ich denke mir Premium gar nicht so scharf. 2 Sekunden später, fast gestorben. Was gibt ihr den Ding hier, dem Restaurant? Mein Essen war schon lecker. Minuspunkt ist aber, dass ich keine Schüssel hatte zum Hände reintunken. Und dass die Soße an sich nicht scharf war, aber die war echt lecker. Also insgesamt eine 7. 7,5. Okay, wir gehen weiter. Aber die Scheiße gefällt mir mehr, Mann. For homeless. For homeless? Yes. Ach so, you're homeless? Yeah, I'm in a shelter with 2 kids, man. What? I'm in a shelter with 2 children. Okay. Okay, wait. Hold on. Where you from? I'm from Germany. Alles gut. Eine kleine Spende. For Kinder. And I say Danke. Ah, for kids. Ah, okay. Yeah, for Kinders. For Kinders? Yes. Okay, cool. Yep, if you could do a $20, help out 2 Kinders. Huh? If you do $20, help out 2 Kinders, please. Du hast 2 Kinder? Thank you, brother. And I said Donker. Okay. Yeah. Donker. Yeah, hast du ganz funny. I'm a video for you. You on video? Yeah. He helped out for the homeless kids in New York. My name is Cardell. I'm in a shelter with 2 kids. I was kleine spender for my Kinders. And I said Donker. German, we love you. You always help out New York. I'm in a shelter. With 3 kids and a wife, we're homeless. No, raising money for our kids. The German always come through to help our New York children. Donker. Have a nice day. Thank you, buddy. Digga, der geht jetzt absolut zu Tipico und macht so einen Schein. Der versucht aus dem 30er so einen Tausender zu gewinnen. Ooh. Wie heißen die überhaupt? Wir sind bei Krispy Kreme, das sind Donuts. Donuts. Aber die sehen geil aus. Aber nicht warm. Oh mein Gott. Ist nicht warm. Hilfe. Oh, wie weich. Wie gut. Ah. Wie gut. 10 von 10. Wie weich. Junge, wie gut. Ich habe lange keine Donuts mehr gegessen. Safe 10 von 10. Was sagst du? Ihr Kenner, wieder. Mach mal Review, Kleine. Die sind schon süß, muss man sagen. Ja. Aber... Und dadurch, dass ich lange keine Donuts mehr gegessen habe, habe ich keinen richtigen Anhaltspunkt. Ja. Aber, ja, was soll ich sagen, 8 von 10. 8 von 10. Wo hapert es denn wieder, dass es ein 8 von 10 ist? Ich habe keinen richtigen Anhaltspunkt. Gehen jetzt zu Taco Bell an dem Dienstag. Das heißt, es ist... Wir wissen schon, Taco Tuesday! Taco Tuesday! Weißt du, wer der einzig wahre Goat ist? Soll ich sagen? In welche Richtung? Kennst von iCarly. Wenn du an Tacos denkst, an wen denkst du? Spencer. Nein, Mann. Kennst du Tacos? Nein, Mann. Kennt ihr diesen? Der Mann. Ja. Kennst du den? Der Typ, der seine Tacos am Spieß hatte. Oh mein Gott. Bildungslücke, wirklich. Meine Prediction ist, es ist viel zu süß. Es hat Kohlensäure und es ist sehr geschmacksintensiv. Kohlensäure? Ja. Lecker, aber ehrlich süß. Schmeckt ganz weird. Ganz komisch. Schmeckt so... Weird, ja. Erst nach Eis, dann nach Kohlensäure und dann nach chemischen Süßgeschmack. Ehrlich, nicht weiter zu empfehlen. Cool. Ja? Das ist Nacho Cheese, glaube ich. Wow. Sydney. Gott. Ich glaube, das ist auch Dorito. Ja, was machst du überhaupt? Bist du mein? Soll ich noch gehen? Weil die ist echt geil. Komm, wir machen. Guck mal, wie er sein Taco ist.
Warum ist der Fleischsuppenpott? Viel besser. Viel besser zu essen, alles. Ich kann ja bis jetzt schon mal deine Review abgeben. Muss noch essen? Muss ich noch mich lütten lassen. Okay. Die ersten beiden, die ich super gegessen habe, fand ich super. Aber den dritten, da ist der. Keine Ahnung, der Teig ist so dick und so. Und da gibt immer mehr Brot als Geschmack, was innen drin ist. Ist auch so. Die ersten beiden mit Nachos waren super. Ja. Sind Pepperbrot. Aber die beiden Tacos waren super, die kriegen eine 8. Eine 8? Und der hier? 5. Micha, was sagst du? Habe ich mir schon fast gedacht. Diese zwei knusprigen Taco-Dinger, den will ich so eine, weiß nicht, du wirst auch nicht satt davon. Du musst 5 Stück davon essen, dass du satt wirst. Würde ich eine 6,5 von 10 geben. Die Dinger fand ich aber besser, weil es ist einfacher zu essen. Ja, auf jeden Fall viel einfacher zu essen. Vielleicht schmeckt er mir auch nicht, weil keine Jalapenos drauf sind und keine scharfe Soße. Also dem Ding würde ich so eine 7 geben. So, so jetzt. Wir kennen ja deine Bewertung. Wir warten den ganzen Tag schon drauf. Taco Tuesday, I got the cheese, she tasting the Kool-Aid. Bei mir besteht meine Bewertung aus Service, Aufbereitung und Geschmack. Ja? Die kommen zu Service. Ja? Wir haben nicht lange gewartet auf unsere Bestellung, zwar vielleicht 3-4 Minuten. Wir haben auf meinen Namen bestellt, mein Name wurde zweimal falsch ausgesprochen. Los falsch ausgesprochen. Kritikpunkt? Kritikpunkt. Okay. Einmal Ikina und einmal Aikina, ja? Haben wir gesagt. Ja? Zweiter Punkt, Aufmachung. Wenn du hier in meine Hand guckst, bodenlos. Ehrlich. Ich weiß, wir sind in einem Fastfood-Restaurant, aber das ist nicht das, was ich erwarte, wenn ich hier essen gehen will. So. Weitere Kritikpunkt. Ja. Geschmack? Ja. Ich habe Tacos erwartet und wenn ich an Tacos denke, denke ich an Geschmacksexplosion im Mund. Aber ich muss sagen, dass ich hier enttäuscht wurde. Ja? Man konnte es essen, so ist es nicht. Er ist richtig enttäuscht, Junge. Man konnte es essen, so ist es nicht. Ja? Aber ich habe viel, viel mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. All in all, Service, die waren freundlich, so ist es nicht. Yeah. 3 von 5. War auch sehr schnell. Eben, 3 von 5 oder 4 von 5 Aufbereitung. 2 von 5 Geschmack, 3 von 5. Also, von 10, 1 von 10, was gibt's? Durchschnitt wahrscheinlich eine 6. 5 oder 6. Also würde ich ehrlich nicht weiterempfehlen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kenne ja seine guck Bewertung. Mal, wie soll ich das essen? Alles bleibt raus. Guck dir hier an. Bodenlos. Da hat er echt recht. Da fällt echt alles raus. Du solltest eigentlich die Foodbox reden, da ist sie so, wie es ist. Chat, wenn Ikenna einen YouTube-Kanal aufmachen soll, schreibt Ikenna for President in die Kommentare. Ikenna Food in die Kommentare. Dass wir nicht mal Teller bekommen haben. Ganz wichtig, was vergessen, was? Ja, nee, ist unnötig, egal. Keine Teller bekommen, darüber beschwerst du dich gerade. Nein, ist unnötig, egal. Wir sind gerade hier in der Fastfood-Kette, ne? Nee, aber ich bekomme ein Tablett und alles. Guck mal, wie viel geliefert wurde. Ja, aber wir haben doch auch sowas. Das reicht doch komplett aus. Nein, wir wurden nicht mal gefragt, ob wir hier essen wollen oder nicht. Dass wir mitnehmen. Ja, okay, aber wie kommt das so? Ja, bodenlos. Ich kenne sehr salzig, wirklich. Sehr, sehr kritisch unterwegs, also immer kritisch unterwegs, der Junge. Aber ehrlich. Ja, okay. Bei deinen ganzen Reviews und sowas übers Essen und so, was ist denn dein Lieblingsessen überhaupt? Girl, I must. Kann ich so nicht sagen. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Am Ende ist das, was zählt, der Geschmack. Ja? Wenn mich der Geschmack überzeugt, das ist mein Lieblingsessen. Und was überzeugt dich am meisten? Mich überzeugt wenig, das ist ja das Ding. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ja? Das einzige Essen, was mich wirklich überzeugt, ja? Ist das Essen, was ich selbst koche. Ehrlich. Aber wenn du jetzt draußen... Aber was, wenn du jetzt draußen essen gehst? Überzeugt mich nicht. Nee, also eigentlich wirklich nichts. Zu Hause ist Service super. Sowieso. 10%. Aber was kochst du denn? Was kochst du denn im anderen Zauber? Ich kann alles kochen. Alles? Alles. Aber was ich am besten kochen kann, ist meine... Warte. Meine berühmte...
Deine was? Beste aller Erkenner. Meine berühmte Tomatensoße. Ehrlich. Oder Kaiserschmarrn. Wir müssen eigentlich zu ihm nach Stuttgart und seine berühmte Tomatensoße testen. Die berühmte Tomatensoße. Auf alles. Der kennt ja alles außer du. Sag Familie, ehrlich. Freunde, ehrlich. Und die sagen, die also, ist berühmt? Also ist das dein berühmt, wenn es gerade nicht kennt. Nee, ist doch auch mit Top 5 so gewesen. Aber womit isst du dann die Tomatensoße? Hey? Reis. So. Reis? Reis, Chicken. Reis mit Tomatensoße? Ja. Noch nie gehört. Ich schwöre, also der Mann meint es wirklich ernst. Ich frage ihn gerade, was machst du denn so in deine Tomatensoße? Also Geheimrezept. Ja, eine geheime Zutat. Zwei sogar. Zwei geheime Zutaten habe ich. Zwei geheime Zutaten? Aber willst du dich mal ein bisschen teasern so? Kann ich nicht. Warum kannst du nicht? Ich sage euch ehrlich, wenn ihr die probiert, würdet ihr mir zustimmen. Ja, dann teilt es doch mit den Mitmenschen. Ehrlich? Schade, gönn doch. Schmeckt ihr doch nicht weniger dann. Ein Zauberer verrät auch nicht seine Tricks. Weißt du, ich meine? Ein Magier am Herd. So, wir tun jetzt so, als hätten wir die Donuts gar nicht gegessen. Ich bin so gespannt, die sollen gut sein. Ja, die sollen die besten Donuts auf der ganzen Welt sein. Wir sind hier bei, wo sind wir? Krispy Kreme. Krispy Kreme. Was ist das ganze Ding kaputt, Mann? Donuts. Gib mir einen Donut, Mann. Boah! Der beste Donut, den ich je gegessen habe. Gottlos süß, aber gottlos geil. Falls ihr mal in New York seid, geht zu Krispy Kreme am Times Square. Krispy Kreme am Times Square. Ja. Ihr wisst es, Jungs. Diskriminierst du oder warum sprichst du nicht die Frauen an? Nee. Du sagst nur Jungs. Hast du keine Frauen in deiner Community? Jungs und Mädels, falls ihr mal in New York seid, geht zu Krispy Kreme. 10 von 10 Donut. Retalk. Zufrieden?